Ja, hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Rowdown. Ja, und es gibt eine ganz spezielle Neuigkeit. Es gibt jetzt neue Mythic Object Cards. Und diese Object Cards kannst du bekommen mit diesen Mythic Object Stones. Object Stones, das sind diese hier, die sehen so aus. So, 1000 Stück davon ergeben 250 Fragmente einer zufälligen Mythic Object Karte. So, hier dieser Neil Goldman ist zum Beispiel eine dieser neuen Mythic Object Cards, die da mit hinzukommen. Also mega geil. So, diese Fragmente für den Mythic Neil Goldman werden unter den Top 100 dieses neuen Winter Clashs verteilt. Wird keiner von uns schaffen. Sage ich gleich vorweg. Also wenn ich sehe, dass selbst ein Warhammer nur irgendwo, keine Ahnung, auf Platz 68 oder so momentan ist oder 65 und dass unser Cuddly es nicht geschafft hat, in die Top 100 zu kommen. Und er ist mega stark. Er ist unfassbar stark. Cuddly ist unfassbar stark. Er hat es trotzdem nicht geschafft, aktuell irgendwie in die Top 100 zu kommen. Ich weiß nicht, ob er es bis zum Ende irgendwie packen wird, aber das wird sich zeigen. Mythic Object Steine wird es ebenfalls geben für die Top 1000. Ja, und jetzt wird es eben interessant. Lost Straw. Dann gleich natürlich der erste Kommentar, den ich jetzt schon geschätzt 100 Mal gelesen habe. Congregate würde das Spiel zerstören für die meisten von uns. Sehe ich jetzt gar nicht so, weil ganz ehrlich. Die Super Whales kämpfen eh unter sich da oben in der Top 25 oder sowas, also in den Top 25 Gilden. Und mit denen hast du eigentlich so gut wie nie was zu tun. Also klar, also bis jetzt, muss ich sagen, bin ich jetzt noch auf keinen von denen getroffen, wo ich sage, wow, Monster. Alles ein bisschen Panikmache und. Ja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich habe das jetzt schon so oft gelesen. Das wird das Spiel zerstören und 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 ja, und jetzt. Blablabla. Und bis jetzt ist es glücklicherweise nicht passiert. So, ja, dann gucken wir mal rein. Also jetzt gibt es diesen Winter Clash. Den werden wir jetzt auch gleich anfangen. Also ich werde den mit meinem zweiten Account und mit meinem ersten Account machen. Beide, also mein erster Account, den spiele ich total aktiv. Also, und den zweiten Account, ja, eigentlich skippe ich da in der Regel einfach nur blind durch, weil ich da keinen Bock drauf habe. Zwei Accounts, also es dauert Ewigkeiten, zwei Accounts komplett aktiv zu spielen. So. Heißt jetzt nicht, dass ich mir den zweiten Account Rumbles oder Sieges, da kämpfe ich natürlich aktiv, weil ich will ja auch das bestmögliche Ergebnis rausholen, auch für die Gilde. Aber eben solche Sachen wie Arena-Kämpfe oder auch die Challenges, das ist alles einfach nur zack, skip, zack, skip, zack, skip, zack, skip, zack, 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 zack. Und wenn halt ein Match verloren wird, dann wird halt ein Match verloren, ist mir auch relativ wurscht. Also, egal. Bedeutet, mit meinem zweiten Account bin ich irgendwo bei SF10 900 oder so. Und mit meinem ersten Account bin ich irgendwo bei SFC 1500, irgend sowas mit Dreh rum.
Und ja, bin ich wieder ein bisschen abgerutscht. Also nachdem jetzt Educated mit hinzugekommen ist, ich habe eigentlich gedacht, dass ich ganz gute Educated-Karten hätte oder Kombos, aber tatsächlich, ja, von knapp 1700 runtergerutscht irgendwo auf 15, in der Richtung 1500. Also es liegen zwischen beiden Accounts irgendwo 600 Punkte. Und jetzt wird es mal ganz interessant, weil steht hier, dass der Einstieg eben anhand des aktuellen SFC-Rankings passiert. Und wie läuft das jetzt? Also, es gibt ja viele von uns, die auch wegen den hier Mastery Stones einfach nur 10 Matches durchskippen, um dann diese Mastery Stones, die 50 am Tag, zu bekommen. Bedeutet natürlich, dass du im SFC dann weiter unten landest irgendwo, logischerweise, weil du wirst eben beim Skippen nicht so viele gewinnen können. Ja, wie äußert sich das jetzt hier in diesem neuen Winter Clash? Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Also das Besondere am Winter Clash ist, es gibt keine Battleground-Effekte. Also bedeutet, also nicht die normalen. Educated Animal ist nicht mit drin. Ja? Der Verteidiger, der gegnerische Spieler, hat den Angriff. Den ersten Angriff. Es gibt keinen Sleep Delay. Und es gibt einen speziellen Buff, also einen speziellen BGE, nur für diese Challenge. Und das sind diese Kombos hier. Der Gun Safety Peter, Center Killer Steve, Center Killer Haley, Eggnog Roger. Dann haben wir hier Spin Out Louise, Foul Fighter Teddy, Heavenly Hank, Santa Bill, Roadkill. Dann haben wir hier diesen Penguin Conservator, Ready for Santa. Und Center Bender. Das sind die Kombos, die einen speziellen Buff bekommen in diesem Event. Und zwar von 100, ich sag's mal, Congregate Prozenten. Wir wissen, dass die nicht so perfekt rechnen können. Sorry, Congregate, aber es ist tatsächlich so. Nicht böse gemeint, aber also. bedeutet eigentlich, dass diese Kombos hier auf alle Effekte und alle Werte ein 100%, also einfach alles verdoppelt wird. Ja? Ja, und Beispiel jetzt hier der Pinguin-Konservator, 21, 21, 23, 50, der hätte dann 42, 42, 46, 100, was natürlich schon ziemlich brutal ist. Auch der Gun Safety Peter da oben, der hätte dann 24, 18, 26, 88. Das ist nicht mehr brutal. Also eigentlich meiner Meinung nach die brutalste Karte, die es da gibt, ist der Pinguin-Konservator. Center Bill ist natürlich auch cool. Eggnog Roger könnte durch das Gas, da hätten wir 26 Mauer, 26 Revanche und 32-fach Gas, 28 Angriff. Eggnog Roger könnte auch interessant sein. Definitiv. Es müssten eigentlich so die stärksten Kombos hier sein. Pinguin Konservator und wahrscheinlich der Eggnog Roger. Ja. Ja, Center Bill natürlich auch. Also Center Bill, wenn ich hier sehe, 28. 28 motivieren, also ein Bonus nach links und nach rechts. Und dann 24 alle heilen. Center Bill ist natürlich auch ein Monster hier in dieser Geschichte. Ne? Also muss man ehrlich sagen. Also sagen wir mal, Pinguin Konservator, Center Bill, Eggnog, Roger, das sollten hier die absoluten Overkill-Karten sein. So. Ja. Nur SFC-Spieler sind zugelassen zu diesem Event. Hier steht's. Starting at Level 25 und jetzt geht's los. Ab Level 25 bekommen die gegnerischen Karten und Helden 10% Boost auf Leben und Angriff und alle Skills. Und das
wird um 10% bei jedem Level erhöht. Also das ist dann schon heftig, ja. Hier steht's dann, also wir starten mit der Challenge aufgrund des SFC-Ratings, Secret Fight Club Ratings. Und dann werden wir jetzt einfach mal gleich loslegen. Ich muss jetzt einfach mal ganz kurz nochmal schauen. Ich werde jetzt einfach mal gucken, wie schaut es aus. Ich will jetzt mal ganz kurz in mein Deck reingucken, was ich jetzt hier für Optionen habe. Also, der Bender zum Beispiel. Der Bender, der wird jetzt nicht so wirklich interessant sein. Ich habe hier in meinem zweiten Account die Lila. So, und für die Lila habe ich da überhaupt den Pinguin-Konservator? Jetzt muss ich mal schauen. Einäugige Ballkanone, einäugige Ballkanone, Klopperella und der Pinguin-Konservator ist freilich, wie zu erwarten, nicht mit dabei. Juhu, ich bin hellauf begeistert. So, jetzt lass mal schauen, ob wir die theoretisch erforschen könnten und ob das in irgendeiner Form Sinn macht für dieses Event. Wo ist es dann? Testament einer Hausfrau, Mushu. Natürlich, muss natürlich eine der letzten Kombos sein, ne? Ist ganz klar, Pinguin-Konservator. Wie soll es auch anders sein? Da haben wir. Mit dem Gewehr, mit Pantry Guns. Gewehr, Pantry Guns und das war's. Gewehr und Pantry Guns. Jetzt gucken wir mal nach Waffenkarten, die ich habe. Ja. Gewehre habe ich viele. Und Pantry Guns habe ich eine. So, bedeutet jetzt, wir werden jetzt mal Folgendes schauen. Wegen dem Pinguin-Konservator. Pinguin-Konservator. Was passiert hier, wenn wir den einfach mal hier reinnehmen? Wir gucken jetzt mal hier. Wir hätten Combo Recipe Cards. Also wird jetzt ein bisschen längeres Video. Ich möchte euch halt alle Optionen irgendwo ein bisschen auch zeigen, bevor wir dann richtig loslegen. Hier hätten wir jetzt tatsächlich mal die Kombo-Möglichkeiten. Lila, Mythic Lila, 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 Lila. Da. 21, 23, selbst mit dem Rifle, ne? Selbst mit dem normalen Gewehr. Ich werde jetzt mal Folgendes machen. Ich muss jetzt mal schauen. Wir gehen mal ins Erforschen rein. Das hier dauert ja nur noch 44 Minuten, die Wiegeschule mit Peter. So, und jetzt gucken wir mal, was wir eigentlich bei dem Gewehr oder bei Pantry Guns, was wir da rausholen können. Filtern, mal danach, Gewehr und Pantry Guns. Gucken wir mal. Pantry Guns wäre das hier. Oh mein Gott. Völlig, völlig uninteressant. Jetzt gucken wir mal nach dem Gewehr, weil da mache ich mir alles kaputt. Da mache ich mir echt. Eieiei, vier Stück wären es, ne? Und das nur wegen dem Pinguin-Konservator. Pass auf, wir machen jetzt erstmal Folgendes. Wir werden in der ersten Runde, werden wir jetzt mal ohne das Spiel. Ich muss ja auch nochmal gucken beim Roger. Der Eggnog Roger, was der eigentlich hier. Was muss man beim Eggnog Roger? Wie kriegt man den am besten jetzt zusammen? Der ist mit Alkoholkarten, mit Wodka, mit Jellybean Schnaps, Spring Break. Oh, da habe ich natürlich nichts davon, ne? Bei den Drunk-Karten. Lass mal schauen. Ist jetzt nicht wirklich. Ja, wo muss ich legendär auch noch nehmen? Sind Braubier, Kleinsbier, Oktoberbräu, Party im Biertank.
Wodka, Bier hätte ich, aber nur einmal. Und Wine Bucket ist zum Beispiel gar nicht drin. Jellybean Schnaps habe ich nicht. Spring Break habe ich auch nicht. Also bedeutet, diese Combo ist für mich auch nicht drin. Ja, also viele Optionen habe ich nicht. Rein theoretisch könnte ich mir über das Rifle den Pinguin-Konservator holen. Schauen wir mal, fangen wir jetzt einfach mal an. Da ist der Winterclash hier, so sehen diese Milestones aus. Schauen wir uns mal die Rewards an. Meilensteine, da gibt es dann hier sowas da, ne? Und dann bei den Rangstufen, dann gibt es das Ganze hier. Und da ist dann der Neil Goldman ab der Top 100. Hier Rang. Gucken wir mal ganz kurz durch, wie es hier aussieht aktuell. Ist natürlich unfassbar, 23.051. Wundert mich auch wieder ein bisschen, aber wir werden es bestimmt dann bald sehen, was da los ist oder wie das zustande kommt. Ja. Warhammer hier auf Platz 76 inzwischen, ne? Platz 76 ist er aktuell. Jawohl. So, wir fangen jetzt einfach mal an. Gucken wir mal, was passiert. Ich bin gespannt. Holiday Sucks. Wir gehen jetzt gleich rein in das Ding und dann gucken wir mal, wie das läuft hier. Clan of Killers. Und ich habe natürlich jetzt hier. Ich habe jetzt hier natürlich als allererstes. Ja. Fahren wir mit Fahrtschool an. Gut, wenn du mit sowas kommst, dann komme ich mit Ayemona an und Ayemona kriegt. Und da ist der Pinguin-Konservator. Auch schon gleich das erste Mal. Wie soll es auch anders sein? Das war ja nicht anders zu erwarten. Jetzt lass mal überlegen. Das muss ich nochmal pushen. Nein! Alter Vater, der Pinguin-Konservator hat mir gleich schon den Frack vollgehauen. Okay, also. Schon gleich das allererste Match. Ich werde jetzt mal hier erstmal umswitchen auf Tina. Und dann gucken wir. Oh, da habe ich 241 Punkte für bekommen. Okay. Also, jetzt schauen wir mal, wo ich verloren habe. Gizmo 81. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Der kommt mit einem Eugene Belcher. Lila. Lila. Das ist natürlich jetzt schon ein gleich ein übler Start, ne? Muss man ehrlich sagen. Also jetzt muss ich hier erstmal anfangen, den ein bisschen zu ärgern. Eugene Belcher hier auch. Mit Gasattacke hart rangehen an die ganze Sache und dann hoffen, dass wir jetzt hier gleich Mr. Fr oh, das sollte dann reichen. Ja, gegen Gizmo. 240. Nur bei 481, Current Level 6. Okay. So, Lynn Me. Sacrificial Robot Goat. Das sind natürlich. Hasenkostüm habe ich tatsächlich noch wegen dem. Ah, komm mal, der Tom Land. Ja, das ist natürlich geil. Das ist natürlich ein guter Start jetzt, sage ich mal hier. Das lasse ich auch gerade so. Warum sollte ich daran jetzt was ändern? Das war gut. Das Match haben wir jetzt auch gewonnen.
Ah, bin ich schon quasi in der ersten Klasse drin? Okay. Okay, schauen wir mal, geht's weiter. Chef Wins von Rune Meyers Rumbles. Der kommt jetzt hier mit einem normalen Bob an. Das muss ich sagen, irritiert mich jetzt doch ein klein wenig, aber wenn er. Okay, Hip-Hop-Bob ist natürlich interessant, aber Hip-Hop-Bob kommt hier nicht durch. Und Hip-Hop-Bob ist dann auch gleich tot. Center-Roboter, was hast du denn da damit vor? Dann habe ich hier meinen Mr. Deliver und der macht jetzt eigentlich alles kaputt, was da so kommt. Chef Wins von Rune Meyers Rumblers oder Rune Meyers Rumbles. Rumblers, Rune Meyers Rumblers heißen die, glaube ich. Auch besiegt. So, jetzt sind wir bei 1101. Okay. Das war jetzt immer hier. Next Milestone. Okay. 500. Okay, weiter geht's. Danny Boy von No One Special kommt mit Umbriel. Ich müsste mir tatsächlich. Oh, Biegeschule mit Bob. Würde ich gleich mal nach diesem Match nochmal schauen, weil jetzt will ich hier kein allzu großes Risiko eingehen. Oh, Tom Landry Middle School, natürlich geil. Power Target Patriot Ale. Wenn schon, denn schon. Da hauen wir jetzt gleich richtig drauf. Und jetzt ist das Ding auch gelaufen. Danny Boy, No One Special. So. Also das ist jetzt hier mein zweiter Count, ne? 1601. Schauen wir mal, ob es uns gelingt, jetzt auch gleich in die nächste Rangstufe reinzukommen. Chota Muerta oder Chota Muerta. Muerta, Muerta, Muerta. Luis. Ist natürlich auch eine interessante Wahl. Ne? Also bedeutet, wir fangen jetzt einfach mal der Staffing Academy an. Und dann kommt er mit sowas da an. Und dann machen wir gleich hier. Guck mal hier. Was der da drüben? Oh, das zählt gar nicht so groß. Ich muss erstmal hier richtig auf Angriff gehen. Na komm, dann machen wir jetzt die hier, bevor die mir wegfliegt. Das möchte ich nämlich dann nicht. Und jetzt können wir noch mit heilen. Und dann sollten wir aber auch wirklich durch sein. Gegen Chota Muerta. Chota Muerta. So. Gucken wir mal. Meilenstein erreicht. Alles klar. Sehr nice. Erster Meilenstein ist da. Oh, 8500. So, dann gegen Fokuhila, TNT Gamer. Wollen wir den Bänder mit Mr. Das reicht ja gleich. Den haben wir ja gleich weg hier. So, dann machen wir Roger Sky, der Schrank. Das ist natürlich jetzt nicht so wirklich schön. Autschen. Autschen, autschen. Was? Verarschen? Was kommst du denn da an? Nein! Ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße! Er hat eine graue Karte bei sich im Deck. Ist sein Ernst? Und ich verliere dieses Match auch noch. Ich werde bekloppt, ey. So, Dexter 494. Also jetzt bin ich total irritiert. Also das hat mich jetzt total aus dem Konzept gebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, fangen wir damit an. Dann die hinterher.
Wie schön das immer aussieht, wenn die ausgespielt werden. Da hat man, denkt man, was da für ein Wahnsinnsbonus dahinter steckt. Und dann plötzlich verschwindet dieser Bonus wieder. Jetzt so zum Beispiel 32, 16, 43. Also erstmal ballern sie diesen 100% Bonus drauf und dann, nö, jetzt kriegst du ihn doch wieder abgezogen. Also, mit dem Zweit-Account Level 10 erreicht, 3221. So, dann haben wir hier Rangstufen, okay. Klasse 9, Meilenstein 1 erreicht aktuell. Geht nur 2 Tage und 16 Stunden. So. Das ist aktuell das derzeitige Ergebnis. Jetzt schauen wir mal. Jetzt muss ich rüber wechseln zu meinem ersten Account. Aber da muss ich mir jetzt erstmal ganz kurz das Ladekabel holen. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. So, erster Account. Und dann schauen wir mal, was können wir beim ersten Account tatsächlich rausholen. Da bin ich jetzt selber sehr gespannt. Ich kann es ehrlich sagen, was da machbar ist. Vielleicht läuft das Ganze jetzt noch schlechter als eben gerade. Ja, so wirklich schlecht ist es jetzt auch nicht gelaufen. Und 2 Matches verloren. Gucken wir mal. Irgendwie mag es jetzt gerade nicht so wirklich. So, was ist da los hier? So. Dann legen wir mal los. Und jetzt muss ich erstmal hier in den R-Server rein. So, den starten wir jetzt auch mal ganz kurz. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Ihr könnt ja dann theoretisch einfach vor. Ja. Nach vorne spulen. Quasi. Jetzt gucken wir mal. R-Server. Ja, der ist dann auch schon da. Ja. So, und da haben wir auch schon den Ladebildschirm. Ist das nicht schön? So. Und dann gucken wir mal, was wir mit unserem ersten Account, wie es da aussieht. Ich vermute, dass ich da eben deutlich härtere Gegner zum einen haben werde. Ja, gucken wir mal, was jetzt passiert. So, also kann sich nur um Stunden handeln, bis wir da drin sind. Komm schon. So. Da sind wir dann auch schon dabei. Gut, viele Möglichkeiten habe ich jetzt leider aktuell da auch nicht. Wenn es jetzt mal irgendwann reagieren würde, wäre es auch schön. So. Dann gehen wir mal hier in die Herausforderung rein und dann schauen wir mal, was da so momentan am Start ist. Und jetzt legen wir hier auch mal los und gucken mal, was passiert. Also. Ja, ist in Ordnung. Holiday Suck. Sehe ich überhaupt nicht so. Ich bin ganz froh, wenn immer Holiday ist hier. Genug
Arbeit und Stress im Laufe des Jahres. Und Holiday ist auch mal schön. So, also, dann geht's los. Gegen, Ma oh, gleich Evil Dead, aber Evil Dead 2. Max Focus mit einer einfachen Tom Landry Middle School. Guck mal, jetzt komme ich mit Fashion Wrestling erstmal raus. Ja, Sexualkunde Peter muss natürlich gleich da am Start sein. Ne? Das ist ganz logisch. Greifen wir gleich mit Chicken Fight an. Eieiei, das war aber echt eng jetzt hier. Und jetzt hoffe ich, dass er ja auch gleich richtig. Ja, so, hab aber jetzt echt schon gleich von Anfang an ein riesiges Problem. Dann kommt er hier noch mit Marmalade. Ein Eugene Belcher. Diorama Jean. Auch zum Heilen meiner Katz. So, jetzt haben wir den Mr. Business. Ja, hier sehen die Kämpfe dann doch schon ein klein wenig anders aus, ne? Und dann haben wir hier den. Jetzt komme ich mit Marmalade. Und endlich ist der mal da weg. So, das war jetzt schon mal ganz, ganz wichtig. Jetzt kann ich mit Stuffington Academy weitermachen, wenn er sich irgendwann mal erholen würde. Stuffington Academy. Da muss ich mir überlegen. Werde ich wahrscheinlich mit Bobby dann spielen. Ich könnte es mit Bob, ich kann es aber auch mit Bobby. Mit Bobby macht es meiner Meinung nach hier an dieser Position da hinten mehr Sinn an Stelle 4. Dann kann ich nämlich rein theoretisch mit Bob. Ja, jetzt ist sowieso das Ding eigentlich schon gelaufen, aber na gut, das wäre jetzt auch. Wir können schon in den Dr. Bombs-Stil noch spielen, aber jetzt erstmal den Cadet Hill. Und der Cadet Hill, der zerstört jetzt hier prinzipiell erstmal alles. So, und dann müssen wir auch schon durch sein mit diesem Match. Gegen Max Focus. Ja. Gewonnen! Match Nummer 1 ist jetzt erstmal gewonnen. So, jetzt gucken wir mal, was hier passiert. 750 Cups gleich beim ersten Match. Habe ich jetzt 750 Cups bekommen, ne? Ist richtig gesehen. So. Okay. Insgesamt hatte ich bei meinem zweiten Count 3221 bei 8 Matches. Okay. 50, 8. Gucken wir mal. Match 1 ist jetzt schon relativ gut gelaufen. Aber geht mal davon aus, dass ich nicht alle 8 Matches gewinnen werde mit dem Account. Das glaube ich einfach nicht. So, Steven von den Hot Dogs. So, Eugene Belcher ist natürlich schon mal geil. Chunky Blast Off ist geil. Ne? Burger-Maskottchen, Two-Butt Goat. Das sind alles mega geile Kombos und das ist ein Klaus Heißler. Also rein prinzipiell behaupte ich mal, kann da mir jetzt gar nicht so viel passieren. Da kommt er mit einem Schotzklaus und das ist genau das, was ich prinzipiell von einem Klaus Heißler auch erwarte. Habe jetzt hier diverse Möglichkeiten, wie ich da rangehen kann. Ich muss das jetzt alles halbieren hier. Es wären 24. Komme ich natürlich jetzt nicht riesig krass mit durch, aber hier kann ich meine Gasattacke mit ansetzen. Und das sollte erstmal wehtun. Und der Schotz Klaus sollte dann auch relativ. Jetzt kriege ich natürlich keine Kombokarte, ne? Das ist jetzt weniger gut. Zeit für hartes Gesöff, das kann jetzt extrem gefährlich werden.
wenn das Ding da hinten weiter arbeiten kann. Und ich komme halt leider, ich krieg halt leider keine Charakterkarte mehr. Das ist jetzt ziemlich ärgerlich, muss ich sagen. Da hat er wahrscheinlich wegen dem Center-Builder gespielt. So, und jetzt kommt plötzlich die Charakterkarte und jetzt bin ich schon fast tot. Und das ist mega ärgerlich, weil was soll ich jetzt großartig machen, ne? 55 Leben hätte ich rein theoretisch. Das ist jetzt unfassbar ärgerlich. Ich kann es ehrlich sagen. Ich spiele jetzt mal hier die Stuffing Academy in der Hoffnung. Ja, aber es bringt nichts. Es bringt nichts. Time for Hard Liquor wird noch stärker werden. Ja, und das ist hier der Tod, ne? Also keine Charakterkarte mehr wird das Ende bedeuten für mich jetzt hier in diesem Match. Da kann ich auch leider gar nichts mehr dagegen tun. Ich kann jetzt hier noch einmal da hinten versuchen reinzuhauen, aber das bringt mir auch nichts mehr. Das Match ist gelaufen, das war's gegen Steven von den Hot Dogs. So. $750 trotzdem dafür bekommen. Okay, also bedeutet prinzipiell, ich war jetzt zum Schluss bei dem Rennen bei 640, ne? So, also müsste ich jetzt nach diesem Match eigentlich schon meinen ersten Milestone erreichen. Gucken wir mal, was passiert. So, hier haben wir jetzt alle Biondo. Ja. Dann fangen wir doch mal mit dem Roger an. Gegen den Bender da oben. Kommt er mit einem Quagmire. Jetzt habe ich diverse Möglichkeiten. Ich behaupte jetzt einfach mal, Ruby Zeldastin könnte unter Umständen in dem Fall jetzt hier scheiße werden. Ich habe jetzt hier aber noch einen Irek Lobster. Und mit dem Irek Lobster und hier Marmalade, das ist suboptimal. Ich werde jetzt hier mit dem Tigel tatsächlich den da oben versuchen down zu bekommen. Das, so wie es aussieht, wird mir das jetzt auch nicht gelingen. Gegen alle Biondo. Ja, so langsam aber sicher kommt da das Ding in Fahrt, aber das hilft mir jetzt auch nicht mehr so viel. Ich muss jetzt hier erstmal als allererstes mit Mr. Deliver rangehen. In der Hoffnung, ja, dass ich da jetzt noch irgendwas drehen kann, weil der wird Stück für Stück. Ja, das. Jetzt wird's hart. Jetzt wird's richtig, richtig haarig. Und 83. Jetzt alles auf eine Karte. Das reicht aber mit Sicherheit nicht. Ah, 22 Leben hat er noch gehabt. Ja, 22 Leben. Ruby Zeldastin kommt nicht wirklich in Fahrt. Es sind eben nur 10-fach Craze. Das heißt, Match Nummer 2 ist auch schon verloren jetzt hier. Ich muss wirklich mein Deck dann nochmal. Aber ich habe trotzdem schon den Meilenstein nach 3 Matches erreicht. Also der Unterschied ist jetzt, wie man sieht, der mit dem anderen Account, mit dem ich weiter unten gestartet bin, bin ich trotz allem, obwohl ich nur 2 Matches insgesamt verloren habe, viel später erst zu dem Meilenstein gekommen. Jetzt hier starte ich früher mit höheren Punkten von Osteria 2 Bormov. Und ja, jetzt können wir mal gucken. Jetzt hätte ich theoretisch den Dr. Bobenstein oder eben. Alter Vater, ey, das tut gerade richtig, richtig weh, was hier passiert. Dr. Bobenstein kriegt aber eigentlich genügend Leben mit hinzu wieder, um. Ja. So, jetzt haben wir eigentlich diesen Running Back Hank erstmal down.
Und jetzt kann der Dr. Bromstein arbeiten. Und das ist das, was ich eigentlich möchte. Jetzt kriegt mein Roger in Verkleidung. Der heilt sich wenigstens auch immer wieder ein bisschen hoch. Und jetzt sollte eigentlich Dr. Bromstein durchkommen. Das Match müsste prinzipiell gewonnen werden. Jetzt kommen wir noch mit Borobu Addict. Leider hatte ich da keine Steine mehr für die Combo. So, jetzt sind wir bei 640. So, weiter geht's. Little Mama von Barbecue for Life. Ach, guck mal, Barbecue for Life kennen wir ja auch. Ja, Wiegeschule und Bob erforsche ich momentan gerade erst. Das ist vielleicht jetzt gerade gar nicht so. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja. Ich fange jetzt erstmal mit der Louise an und dann gucken wir mal, was passiert. Louise. Habe ich ja zumindest mal ein. Oh, ja, Freshman Chris, ne? Ist klar. Freshman Chris. Völlig klar. So, und da komme ich jetzt nicht mit durch. Das ist, um ehrlich zu sein, richtig scheiße. Sind 40 Schaden, aber ich komme ja nicht richtig durch. Bedeutet also, ja, ist down. Und das Ding kann ich eigentlich jetzt schon wegschenken, weil der macht mich jetzt einfach nur kaputt. Freshman Chris, ich habe es vor kurzem, hatte ich es noch zu euch gesagt, ne? Also in diesem einen Video mit den Combo Masteries. Und ja, und jetzt habe ich ihn. Jetzt hat er mir richtig den Frack vollgehauen. Kommt die Combo auf Platz 1, machst du eigentlich nicht mehr viel dagegen. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn der Typ jetzt da noch die zwei Krönchen drauf gehabt hätte, wie ich es ursprünglich in dem Video gesagt habe, dann machst du sowieso nichts mehr dagegen. Weil dann haut er nämlich so mega monströs rein. Ich muss jetzt mal ganz kurz, also bevor wir da jetzt was machen, gucke ich jetzt erstmal hier wegen dem Bob in der Biegeschule. Das müsste ja jetzt hier eine von den beiden sein. Genau, das ist die hier. Richtig. Machen wir den erstmal jetzt rein. Ich will jetzt wissen, was. Das kann. Das ist sehr, sehr schlecht, wenn man eine Kombo nicht spielen kann. So, Home-Ec Teacher hätte mir eventuell weitergeholfen. Jetzt gucken wir mal hier noch Stewie und Biegeschule, was da passiert. Art of War. So, jetzt muss ich mal schauen. Hier müsste. Ah, ne, das sind alles Sachen, die habe ich alle schon erforscht. Okay. Nur mal gucken, ob ich bei der Biegeschule. War da noch irgendetwas nicht erforscht? Ne. Also, es waren tatsächlich diese zwei da. Okay. Gut. Alles andere müsste eigentlich passen. Soweit. Unter Umständen muss ich halt echt für die zweite Runde meine Decks nochmal modifizieren. Weil eben hier die Decks für die BGEs ausgelegt sind aktuell. Naja, jetzt haben wir schon eigentlich drei Matches vor Ende, sind wir ja schon höher als mit dem zweiten Count nach acht Matches. Also man merkt dann hier doch den Unterschied, ganz gewaltig. Aber Violent J von Active Gills kommt ja mit dem Bürgerkostüm, das finde ich, ja, muss ich ganz sagen, da bin ich jetzt ganz ehrlich froh drum, dass der damit kommt. Weil ich habe keine Charakterkarte. Mal wieder. Hat auch nur 64. Ja, ist klar, Baby. Ist klar.
Und jetzt willst du mich eigentlich hier verarschen. Das ist nicht schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kommt er hier mit dem Teufel hängt. Mit so einer, Sch mit einer scheiß Epic, ne? Mit einer scheiß Epic kommt er mir so hier. Ich drehe am Rad. Alter, Vater, jetzt muss die erstmal weg da. Das sind 20. Das wären 18. Plus 17 Punch. Ich muss es probieren. Wir müssen schauen. Den Punch wird ja dadurch abgewehrt. Jetzt gehen wir mit der Louise nochmal hier ran und dann gucken wir mal, was jetzt passiert. Jetzt müsste eigentlich, ja, die beiden sind jetzt schon mal weg. Das war sehr, 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 sehr wichtig, dass ich das kriege. Jetzt habe ich hier Snot Rocket und Snot Rocket sollte mit Chicken Fight, mit zwei Kronen jetzt hier der Matchwinner werden. Ja. Das war echt jetzt haarscharf gewesen. Das war haarscharf. So, wo sind wir denn jetzt zu Hause? Noch zwei Matches. Und dann haben wir hier Zebra von Snoo Snoo Dark Legion. Ja, wir fangen jetzt mal mit dem Bobby an. Ja, in dem Fall gibt es tatsächlich nur eine einzige Wahl. Also ich meine, ich könnte natürlich den Jealous Bobby spielen, aber das mache ich nicht, weil ich mache jetzt Teufel Bobby. Und jetzt gibt es tatsächlich nur eine Wahl, den Peter mit Snot Rocket. Und dann sollte dieses Match auch schon entschieden sein. Chicken Fight und Devil Bobby werden dieses Match beenden gegen Zebra von Snooze Nu Dark Legion. Ja, das haben wir gewonnen. Mega krass. Schauen wir mal. So, 4811. Und da sieht man auch jetzt schon den Unterschied. Also ich habe mit meinem zweiten Account Platz 12.130 aktuell nur. Ja. Und hier mit dem ersten Account tatsächlich mehr. Das mal sozusagen. Ich ahne und befürchte schon das Allerschlimmste, dass da jetzt auch nochmal so ein fluchter Drecks Freshman Crisper rauskommt. Ich muss jetzt Folgendes machen. Ich fange jetzt mit Mr. Business an. Und dann gucken wir, ob wir hier auf den Bänder. Warum wusste ich es? Warum wusste ich es nur? Kann mir das mal einer sagen? Wieso war mir das jetzt total klar gewesen, dass genau diese Scheiße passieren würde? So, und jetzt haben wir natürlich echt ein Problem. Wobei dieser Freshman Chris jetzt hier in der Situation jetzt gar nicht mal so mega stark angesiedelt ist, aber trotz allem tut er einfach nur weh. Ah, meine Güte. Und dann kommt er hier noch mit einem Highschool-Bill. Verfluchte Scheiße. Gigidi, gigidi, gigidi. Ja, leck mich, gigidi. Das kann ich wegschenken, da mache ich gar nichts mehr. Dr. Zoidberg noch da hinten. Freshman Chris. Ich habe es gewusst, ich habe es gewusst. Hätte ich doch bloß, wäre ich auf die Lila gegangen. Wäre ich auf die Lila gegangen, hätte ich die Drunk Lila gemacht. Meine Güte, war das blöde. Freshman Chris.
Das zweite Mal jetzt in diesem Video, dass Freshman Chris mir das Genick bricht. Also, was habe ich erreicht? Platz. 5.561 Cups. Beim anderen sind es nur 3.221 Cups. Und bin jetzt hier momentan, wobei das ist jetzt noch nicht aktualisiert, auf Rang 5.525. Und da sieht man jetzt hier, wenn man da reinschaut, also um mal die Top 100, um mal die Punkte zu vergleichen, ja, da sind wir bei der Top 100 und die haben, schlechteste hier, hat 19.551, bedeutet also fast das Vierfache. Kann man sich ungefähr ausrechnen, Secret Fight Club 2500, wahrscheinlich sind die jetzt noch weiter höher. Was das für einen Unterschied macht, wenn du da startest. Ja, also wird natürlich, also ich jetzt hier 3221. Beim zweiten Count. Und der Unterschied ist natürlich gravierend. Also ich habe jetzt, obwohl es eigentlich nur 2000 Punkte Unterschied sind, bin ich anstelle von 12.130 hier bei 5.525 und das wird nochmal aktualisiert in ein paar Minuten. Und dann denke ich, werde ich noch weiter oben sein. Ja. Bedeutet, was bedeutet das jetzt für euch, Leute? Das bedeutet, die ganzen Spieler, die in letzter Zeit einfach nur durchgeskippt haben in der Arena, um eben diese Mastery Stones zu bekommen und dadurch eben in Kauf genommen haben, dass sie ja ihr Ranking verlieren, die starten hier in dieses Event mit einem deutlich schlechteren, also deutlich schlechter. Und haben fast eigentlich gar keine großartige Chance, tatsächlich das Ding nochmal rumzureißen. Ja, das tut dann weh. Ne? Also das ist jetzt wie eine Watsche ins Gesicht für alle Leute, die zwar aktiv waren, aber nicht voll aktiv. Schauen wir mal, wo ich zum Schluss landen werde. Gucken wir mal. Bin schon gespannt darauf. Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, was ihr von diesem Event haltet. Wie weit seid ihr gekommen? Vielleicht ist ja jemand von euch dabei, der ganz weit vorne mitmischen kann. Würde mich mal echt interessieren. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, dieses Video, mal heute mal wieder ein langes 53 Minuten. Alter Vater, 53 Minuten Video. Animations Rollout 53 Minuten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.